Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 von Elex 2. Wir sind zurzeit bei Gosta unten in der Gosse, im Keller. Mit der Nasty natürlich, mit wem sonst. Die haben wir ja zurzeit bei uns und versuchen, bei ihr irgendwie Sympathien zu gewinnen. Und es ist echt schwer, selbst bei den Morkons. Und wir haben die Quest mit dem Puppenmacher quasi erledigt. Das waren ja diese... Gucken wir mal ganz kurz nochmal hin, bevor wir mit dem Vlad sprechen. Das waren ja diese Zettel hier immer. Beim ewigen Beobachter, weil irgendwie scheint der ewige Beobachter, der stille Beobachter und der Puppenmacher, das scheint eine dieselbe Person gewesen zu sein. Man hat quasi so Aushänge, die sich halt in Quests verwandelt haben, wenn man sie aufgesammelt und gelesen hat. Und das haben wir aber erledigt, diese quasi Nebenquest-Reihe. Wurde ein bisschen widerwärtig oder halt komisch, dann bei dem Unterschlupf dieses Puppenmachers, und er hatte auch eine sehr geschädigte Vergangenheit. Also er war geschädigt durch seine Vergangenheit, und ja, so viel dazu. Aber auch die Informationen, die wir erkauft haben, haben jetzt eigentlich keine Quest mehr gebracht beim Gosta, sondern einfach nur Informationen, ne, dass wir halt beim Vlad aufpassen, was wir sagen, und dass es sich wahrscheinlich lohnt, Taschendiebstahl zu machen bei diesem komischen, ne, Kahns Stimme-Typ. Und jetzt zeigen wir ihm mal das Amulett. Was kannst du mir darüber erzählen? Wie kommt denn ein Fremder an ein solches Amulett? Du erkennst es also. Kommt darauf an. Worauf? Ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Vielleicht würden mir ein paar Splitter auf die Sprünge helfen. Dass wir sagen können, dass wir bei Zarina im Auftrag stehen, ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Vor allem nicht, wenn der selbst nicht hinter Zarinas Direktive steht. Ne? Deswegen geben wir halt mal ein bisschen Geld aus. Reicht das, damit du mir erzählst, was du weißt? Na ja, jetzt erinnere ich mich wieder an das Amulett. Marat hat es hier im Keller gefunden und es zeigt das Antlitz Kritons. Wer ist Kriton? Psst, nicht so laut. Das ist der Name des verbotenen Gottes. Einst existierte er in Frieden neben Ravak. Heute ist der Glaube an ihn verboten und seine Anhänger ausgerottet. Dieses Amulett allerdings, naja, könnte bedeuten, dass seine Anhängerschaft nicht so ausgerottet ist, wie wir dachten. Hast du gesehen, wer das Amulett verloren hat? Nein, an dem Abend, als Marat es gefunden hat, war viel los. Es könnte jeder gewesen sein. Was ist so schlimm an diesem Amulett? Wer auch immer dieses Amulett verloren hat, wird nicht sehr erfreut darüber sein. Dass es gefunden wurde, bedeutet, dass es eine Gruppe an Menschen geben muss, die nicht die Werte des Stillstandes vertreten. Das dürfte einige hier ganz schön ins Schwitzen bringen. Mehr Fragen habe ich nicht. Das trifft sich. Ich habe dir auch alles erzählt, was ich weiß. Okay. Ich dachte wirklich, Gosta wäre jetzt hier Dreh- und Angelpunkt für diese Quest. Okay. Hat mir dumme Witze gemacht, dass ich nicht wüsste, was das Amulett ist, bla bla bla. Scheint nichts darüber zu wissen. Bei Tulka, dann soll ich das Amulett nie gesehen. Vlad warnte mich, bla bla bla. Ich habe bis jetzt noch keine handfesten Beweise. Ich sollte mich weiter in der Grotte umsehen. Sagt die Quest. Vielleicht werden wir jetzt über einen Trigger auch an irgendeine Person geraten, die irgendwo auftaucht und uns irgendwie fast in die Fresse rennt. Auf jeden Fall war bei Gosta schon mal ein bisschen was Neues zu erfahren. Können ja einfach mal ein bisschen durch die Gegend latschen und mit anderen Morkons sprechen. Tengis wird vermutlich da nicht relevant für sein. Der ist ja selbst ein Hardliner. Bei Attila müssen wir eh wieder vorbeigucken, ne, wegen seiner Arena-Quest. Dixon machen wir später. Servomotoren könnten wir finden. Eventuell sind ja die gefangenen Leute hier große Fans
und Kriton. Also die Leute, die hier die ganze Zeit halt geknechtet werden. Na, Ratibor ist auf jeden Fall nicht relevant dafür. Hier haben wir ganz normale, stinknormale Morkons. Wobei hier gerade, glaube ich, keiner sehen würde, wenn wir den hier öffnen. Und? Diebstahl entdeckt worden oder nicht? Nee. Endlich. Perfekt. Haben wir den Inhalt hier auch mitgenommen. Jeder steht überlämmert hier rum. Hier stehen nur auch nur überlämmert die Wachen rum. Ist nur die Frage, wo müssen wir hier hinrennen für diese Quest? Was ist denn... Stopp. Wir können ja mal Folgendes machen. Aha, die Stimme des Kahns. Könnte man nochmal befragen für diese Quest, wie es scheint. Das ist natürlich recht interessant. Das ist auch irgendwie eigentlich naheliegend. Der spricht ja auch für den guten Kahn. Und dass ich den noch nicht gefragt hatte, ist eigentlich auch ein Fehler von Warte mir. Mal. Okay. Ich habe gehört, du besitzt ein gewisses Amulett. Ivica. Aha. Woher weißt du davon? Woher ich das weiß, tut nichts zur Sache. Du hast das Amulett von Zarina bekommen und versuchst herauszufinden, wem es gehört. Komm mit, wir müssen reden. In Ruhe. Okay, Ivica. Ich wollte aber erst deine Servomotoren für dich finden, bevor ich dich in die Blutzisterne schmeißen muss. Damit die Zarina glücklich ist. Aber vielleicht können wir ja auch ein bisschen wieder doppeltes Spiel machen. Eine Zeit lang. Mal gucken. Aber es war ja klar, dass jetzt irgendjemand auftaucht. Also hat sie das mit der Stimme des Kahns erledigt. Dem müssen wir es nicht zeigen. Kommen wir direkt zur Sache. Alles klar. Das Amulett gehört nicht dir. Ich will es haben. Und ich will, dass du Zarina erzählst, es wäre dir geklaut worden. Nenn mir deinen Preis. Okay, eins nach dem anderen, bitte. Ich habe erst noch ein paar Fragen an dich. Ich habe eigentlich gedacht, du kommst alleine. Die da hängt doch immer oben bei Zarina rum. Kann ich dir trauen? Hey, sprich nicht so, als wäre ich nicht hier. Gib mir einen Grund, warum ich glauben kann, dass du mich nicht sofort an Zarina verpfeifen wirst. Ich bin hier nur das Anhängsel von Jax. Wenn er dir vertraut, werde ich es ebenfalls tun. Wenn du das sagst, werde ich dir wohl glauben müssen. Und was sagst du dazu? Kann ich dir vertrauen? Das wirst du wohl müssen, wenn du das Amulett zurückhaben willst. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich vorgeschlagen habe, erstmal mit dir zu reden. Ich schätze, wir werden uns gegenseitig vertrauen müssen. Also gut, du bist kein Morkon. Ich werde dir deine Fragen beantworten. Wenn ich allerdings merke, dass du uns reinlegen willst, wirst du sterben. Aber ich will doch erstmal die Servomotoren und so... Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was seid ihr für eine Gruppe? Wir sind die Anhänger Kritons. Unsere Gruppierung arbeitet im Geheimen, im Untergrund des Untergrunds, sozusagen. Wenn die Resistenten uns fänden, würden sie uns foltern und töten. Und die Abwerber? Stehen den Resistenten in nichts nach. Zumindest gilt das für die meisten von ihnen. Sie jagen uns, weil wir ihre Lebensweise bedrohen. Mit der Öffnung der Grotte sind auch neue, alte Ideale zurückgekommen. Sie haben Angst, dass wir ihren ach so wertvollen Stillstand mal in Bewegung bringen könnten. Was ist das für ein Amulett? Das Amulett Kritons ist schon sehr alt. Man erzählt sich, dass es einst zwei Götter gab. Ravak und Kriton. Als wir uns in der Grotte eingesperrt hatten, um dem großen Meteoriten nicht zum Opfer zu fallen, kämpften beide um die Vorherrschaft. Wie das ausging, siehst du ja. Ravak setzte sich durch. Er verbannte Kriton und erließ die Gebote, nach denen wir uns bis heute richten müssen. Die Gebote des Stillstands. Okay, ganz kurz, Ivica, bleibt jetzt hier stehen, sehe ich das richtig? Und bleibt doch auf der Karte markiert, sehe ich auch richtig. Pass auf, Ivica, wir machen das wie folgt. Ich hole für dich Servomotoren. Wie viel waren's? Sechs Stück, weiß es gar nicht mehr genau, da waren es fünf.
Wie viele Servomotoren haben wir denn? Das ist nur Schrott. Servomotoren haben wir natürlich 4. Das heißt, wir erlegen uns selbst eine kleine, ganz klitzekleine Herausforderung auf. Und suchen einen alten Freund auf, aus vergangenen Tagen. Und entfernen einen Totenkopf von unserer Karte. So sieht's aus. Bin übrigens noch nie durch Tavar gedüst. Das erste Mal wohlgemerkt. Seit der Aufbesserung unseres Jetpacks. Mann, ach, es wäre da schön, einfach mal hier volle Farben zu sehen. Ich bin falsch, oder? Natürlich. Wieder fast dann vorbei gerast. So, ich bin so selbstsicher, dass ich jetzt mal im Vorfeld schon entfernen. Ein altes Gebiet. Schon längst entdeckt. Wir wissen, wo es ist. Wir wissen, was sich dort befindet. War ewig nicht dort gewesen und auch noch nichts gelootet, denn befindet sich ein großer Gegner, der aber vermutlich sehr sicher einen Servomotor dabei hat. Deswegen sind wir jetzt hier und töten erstmal eine Ratte. Dem da hinten müssen wir gleich mal mächtig aus dem Weg gehen. Oder wir gehen volle Pulle rein. Volle Pulle. Kampfkoloss hat nur noch einen Totenkopf. Das ist natürlich umso besser für uns. Wir machen einfach mal eine Menge Damage. Jetzt ballert er uns einfach tot. Dreht sich zum Rücken, mit dem Rücken zu uns. Perfekt. Der passiert böse. Der ist gar kein Thema, hey. Schon tot. Nein. Diese Millisekunde wieder. Es war wieder eine Millisekunde, die uns den Tod beschert hat. Genau mein Geschmack. Ist gerade wieder daneben, oder? Jetzt aber. Er hat jetzt nur Schrauben dabei. Willst du mich veräppeln? Ganz ehrlich, ich lade neu und guck, ob der wieder nur 4 Schrauben dabei hat. Dann würden wir auch sehen, ob das so eine ein gewisses Zufallsprinzip mit sich bringt. Da muss ich mich räuspern, tut mir leid. Aber würde mich interessieren, ob die quasi immer dasselbe Loot dabei haben oder ob es verschieden ist. Jo. Da habe ich jetzt einen ganz miesen Spielstand zusammenklaboostert. Aber ein Glück machen die jedes Mal was anderes, diese Gegner hier. Machen Abgang. Jetzt hat er einen Servomotor dabei. Vielen Dank. Ich will es mit dem Servomotor einfach aus dem Weg haben. Für den Fall, dass wir die IWK irgendwie, ne, einen Kopf kürzer machen lassen müssen. Was ich nicht will, weil die ist mir eigentlich sehr sympathisch und die Zarina halt gar nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen. Oh, Kartenstück, sehr gut. Nummer 4, genau. Wir haben halt Nasty dabei und ihr wird es wahrscheinlich gefallen, wenn wir die hängen lassen oder so, keine Ahnung. Hallo? Hey! Oh Mann! Wie oft habe ich dir gesagt, dass die Funkgeräte nicht ausgeschaltet werden dürfen? Du bist echt unglaublich! Wie soll ich dich denn jetzt erreichen? Typisch, Frau! Hättest nur mitkommen müssen. Dann wären wir jetzt schon wieder zu Hause. Hauptsache, du konntest deinen Dickkopf wieder durchsetzen. Es dauert noch, bis ich wieder zurück bin. Hoffentlich erreicht dich die Nachricht, bevor du wieder irgendeinen Blödsinn anstellst. Okay. Eine etwas zusammenhangslose Nachricht vergangener Tage. Ohne nennenswerten Inhalt. Hier gibt's nix. Ah doch, hier gibt's was. Einen Tresor. Und der wird direkt mal gehackt. Das heißt, die Ausbeute hier ist eigentlich auch ganz nett. Jetzt, wo wir auch hier waren, fühlt sich sehr gut an, solche alten Dinger abzuklappern. Okay. Die 7 ist kleiner als die... Nee, kann gar nicht sein. Die 3 ist kleiner als die... Nee. Die 3 ist kleiner als die 6, ist größer als die 1 und die ist kleiner als die 7. 1, 5. Perfekt. Geht doch. Wow, ist das Unrat. Dafür einen Kampfkoloss. Um Modelltyp 1001.
niederzumetzeln, ist ein bisschen antiklimatisch, aber von mir aus, hier oben waren wir glaube ich sogar schon, was Looten anging. Ja, da habe ich versucht so ein bisschen um den herum zu latschen, damit er uns nicht erwischt. Problem ist, Servomotoren können wir früher oder später immer, sofern Ivica noch lebt, bei ihr loswerden. Natürlich war hier eine Mine. Diese Drahtgestelle sind verflucht praktisch. Warum? Weil sie ein Garant für Altmetall sind? Typisch. Dein Horizont reicht ja auch nur ein paar Meter. Wenn dir irgendein Idiot Informationen vorenthält, dann verfrachte ihn nach da oben. Brich ihm Arme und Beine und lass die Sonne den Rest erledigen. Ich garantiere dir, nach ein paar Tagen redet er wie ein Wasserfall. Und irgendwas von Infinite Skies. Dann gebe ich ihm lieber ein paar aufs Maul, das geht schneller. Ich sag's ja, begrenzter Horizont. Also von wegen begrenztem Horizont müssen wir uns eigentlich von ihr nicht gefallen lassen. Wir haben hier übrigens noch mindestens 10, wenn nicht 12 bis 15. Hier sind schon mal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, es sind 12. Da war das mit 12 ganz gut. Noch 12 Unholde oder Bergtrolle ähnliche Viecher in Tavar, die wir erledigen müssen. Gut, 13 mit dem hier oben. Aber da gibt es noch einiges nachzuholen. Dafür gehen wir jetzt aber erstmal zurück in die Grotte. Und kümmern uns um die Ivica, damit wenigstens die Servomotoren-Quest schon mal weg ist. Aber ich würde tatsächlich sogar in ihrem Sinne arbeiten wollen, weil erstens, wie gesagt, ist es der Sympathiefaktor, der halt auch über dieses, ich sag mal, Gefährtenspiel drüber hinausgeht, ne, weil, ja, wir müssten gucken, dass wir, ne, so gut wie möglich uns für Nesti einsetzen, also dass es ihr gefällt, also sprich so unmenschlich wie möglich, aber auf der anderen Seite hat es ja hier auch größere, warum renne ich zur Arena? Und was soll das hier mal gewesen sein? Hat das ja auch größere Bedeutung alles. Und wie gesagt, die Zarina kommt mir irgendwie auch sehr, sehr ungehobelt vor. Und eventuell klappt das ja alles. Trotz, dass wir es vielleicht schaffen, dass sich Nastys Punkte bessern für uns. Sympathiepunkte. Ja, vielleicht klappt das ja wirklich gleichzeitig, ne? Dass wir Kritons Anhänger unterstützen und bei Nasty punkten. Ist aber eine schwierige Angelegenheit. Deswegen, wie gesagt, im Vorfeld erstmal das mit der Servomotoren-Quest, damit ganz plump gesagt die Quest wenigstens erledigt ist. Und natürlich geht es jetzt nicht. Warum auch? Warum sollte das gehen? Das ist immer diese, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe echt keine Ahnung, warum. Aber sie ist halt innerhalb von einer anderen Quest gerade. Warum man jetzt die andere nicht abschließen kann, verstehe ich zwar nicht, aber okay, dann gucken wir, dass wir das irgendwie gedeichselt bekommen. Ich habe erst noch ein paar... Eieieiei. Ihr glaubt tatsächlich an einen Gott namens Kriton? Natürlich tun wir das. Aber er ist noch viel mehr als unser Gott. Er ist die Inspiration selbst. Er ist die Idee von Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung. Wir Morkons waren nicht immer so brutal. Okay. Die Geschichten von früher sind von den Anhängern Ravaks verboten worden. Aber bei uns erzählt man sie sich noch. Wir waren einst wie die Menschen außerhalb der Grotte. Wir haben uns nicht selbst Schmerzen zugefügt, keine Blutrituale abgehalten. Die Anhänger Kritons sorgen dafür, dass unsere Menschlichkeit nicht völlig verloren geht. Ich hoffe, du verstehst langsam, was für uns auf dem Spiel steht. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, liegt die Zukunft unseres Volkes in deinen Händen. Zarina und ihre Resistenten dürfen nicht erfahren, dass die Anhänger Kritons wieder erstarken. Jo, da ist wohl was dran. Da müssen wir uns jetzt echt gucken, wie wir uns hier verhalten. Weil ich will ja sowohl Zarinas Zustimmung für den Khan, als auch der Ivica helfen. Wegen des Amuletts. Vielleicht schaffen wir sowas wie beim Wolf, dass wir, ne, vielleicht irgendwie beides so einigermaßen annehmbar hinbekommen. Was hast du damit vor? Ich habe dir vertraut. Jetzt ist es an der Zeit, dass du mir vertraust. Gib mir das Amulett und ich werde dich in unsere Pläne einweihen. Eieieiei.
Okay. Hier hast du's. Ja. Stopp, 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 ich komme gleich zu dir zurück. Gleich. Warum so viel Gelaber? Ach Gott. Eins am anderen, bitte. Stopp, 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 stopp. Bevor du gehst, soll... Was denn du? Junge, Junge. Okay, unterschieben. Klingt gut, gefällt mir auch. Dann können wir nämlich trotzdem noch Zarina, ne? Gefallen bei das der ganzen Angelegenheit. Letzte... Aber es ist halt wieder nasty, ne? Die macht ihrem Namen alle Ehre. Es ist so anstrengend und eklig mit ihr. Sieh zu, das Land gewinnst. Ab in die Bastion. Gott, ist das schwer mit der. In der nächsten Folge gehen wir mit Ivica nochmal die ganze Sache durch und entscheiden uns natürlich für Kriton. Das wirkt alles sehr sympathischer. Und auch viel angenehmer für eine theoretische Kooperation mit den Morkons. Deswegen mal schauen, welche Revolution wir hier gerade schüren. In der nächsten Folge machen wir dann gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.